Magwok, wo sind denn unsere Freunde eigentlich alle? Sind die irgendwo auf der Strecke geblieben? Die Gefangenen dürfen nicht entkommen. So. Kommt ihr da mal raus? Bring du die Fongoiden in Sicherheit. Okay, muss noch jemand aufs Klo? Nicht, dass wir hier ablegen und 3 Minuten später muss jemand. Ah. Laut so. Computer gibt es irgendwo in diesem Raum einen Schalter. Vielleicht an der Gravirampe. Ja, ich gehe davon aus, dass es den auf der Gravirampe geben wird, aber die Tür hier ist auch sehr auffällig. Ich kann mir vorstellen, dass die noch aufgeht und da kommen entweder Gegner raus oder da ist der Schalter drin, wenn wir da oben irgendwas gemacht haben. So, nee. Dann werden da wahrscheinlich Feinde rauskommen. Verlage Rampentore offen. Rettungsschiff startet in 3, 2, 1. Gut, soweit. Alleine hier. Wird es da jetzt mal weitergehen durch die Tür? Jawohl. Okay. Eine Lombax-Lebensform wird gezeigt. Was haben die mal alle gegen die Lombaxe? Ich meine, mit Tarkion habe ich es ja verstanden, aber... Gut, die Farios sind auch ein Groll gegen uns, aber... Scheint ja doch ein anderer Lombax hier Probleme zu bereiten. Obwohl wir ja angeblich der Letzte sein sollen. Obwohl Tarkion hat uns ja gezeigt, dass die Lombaxe wohl doch nur geflohen sind. Und nicht vollkommen ausgelöscht. Vielleicht ist ja einer von den geflohenen Lombaxen irgendwie hierhin. Zurückgekehrt irgendwie. Keine Ahnung. Ja, hier gibt's nichts. Ah, hier geht's durch. Neue Waffen? Willkommen zurück. Nein. Da gibt's auch nichts. Muss ich jetzt zumindest mal umgucken hier. Dann rein. Okay, erster Endboss-Fight, oder was? Oh, sieht so aus. Na, wie geht's dir so? Oh, er hat uns getroffen, er hat uns getroffen. Nicht gut. Noch ein Mr. Sorkon. Und Granaten. Da ist er. Da ist er. Okay, unsere Granaten sind jetzt auf Stufe 3. So. Wo ist er hin? Da ist er hin. Gleich ist er down. Und stirb! Ratchet, tolle Nachrichten! Okay, er könnte fliehen. Der Häuptling sagt, Alistar Azimuth lebt auf Torrent 4 im Wählersektor. Ich lade dir die Koordinaten gerade hoch. Ich bleibe so lange bei den Fongoiden und finde heraus, was sie noch über Azimuth wissen. Quark Ende. Okay. Kommen jetzt unendlich Munitionskisten, da kann ich meine Munition natürlich wieder kostenlos auffüllen. Aber weil ich euch jetzt nicht unnötig nerven will, nehme ich die noch mit und dann gehen wir hier raus. Weil die sind ja auch nicht unmittelbar neben anderen. Wenn ich jetzt hier alle die ganze Zeit 5 Minuten lang hin und her renne, bis meine Munition wieder voll ist, das wird dann wahrscheinlich nicht ganz so spannend.
Also schnell zu unserem Schiff. Und dann würde ich sagen, wir verschwinden mal so schnell wie möglich von hier. Du bist dazu kontraktet nach deinem Leben. Nach meinem? Wir sind geflohen. Galaktisches Extrawissen. Tipp, setze häufig Raketen ein, sie zielen automatisch und richten mehr Schaden an als dein Blaster. Ja, ich habe aber noch keine Raketen. Sonst würde ich die auch gerne einsetzen. Nächste Aufrüstung gibt es, wenn wir noch 6 weitere Zoni finden. Was war das? Es hat gepiept? Ach, das Schiff fliegt weg, oder was? Okay. Die Galaxiekarte wurde mit den Koordinaten des Fehlersektors ergänzt. Ah. So geht das also. So wechselt man jetzt den Planeten. Phylax Alpha, hier gibt es einen Zoni. Dann landen wir hier mal. Das ist natürlich gut. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass man jetzt so eine offene Weltkarte hier hat. Na dann. Warum nicht? Schnappen wir uns hier den ganzen Mist. Bringt ja schön viel Bolts. Sind noch mal ein paar Gegner da. Die bringen noch mal ein bisschen Erfahrung. Ja, hier brauchen wir auch noch andere Sachen für. Sehe ich schon. Ich hoffe, wir können den Zoni trotzdem schon retten. Auch wenn wir das noch nicht haben. Da kann ich mich nicht wiederum dran erinnern. So. Da müsste der Zoni drin sein. Wird doch gleich mal von einem Roboter bewacht oder von zweien. So. Mach auf. Wir retten dich, Zoni. Wunderschön. 4 Zoni. Gut, dann können wir zurück zu einem Raumschiff. Obwohl, was ist der weiße Punkt hier? Ein Goldboat. Schick. Gut, dass die auf der Karte angezeigt werden. Den hätte ich nämlich sonst übersehen hier. Okay. Und am besten jetzt mit dem zurück ins Schiff. Diese scheiß Plasma-Kacke da. Und wirklich Boote sind hier irgendwie auch nicht auf dem Planeten. Deswegen einfach schnell zurück zum Raumschiff und dann können wir wieder weg. So. Da ist was zum Bekämpfen. Was ist zu beseitigt? Okay, machen wir erstmal die da hinten platt. Ah, wir müssen 20 Schiffe erledigen. Ich sehe schon. So. Stipunkt, Jäger und Sammler. Nein, wir wurden getroffen. So eine Kacke. Okay, dann... Oh, da sind noch 3. 4 sogar. Weg mit euch. Verschwindet ihr alle. So, und jetzt noch 1. 1 noch, jawohl. Rufen-Verstärkung. Nein, Verstärkung rufen ist nicht. Perfekt. Hau ab. Hol einfach mal alle ab hier.
So, da habe ich eben noch den Planeten hier gesehen. Den nehme ich natürlich noch gerne mit. Aber dann machen wir uns gleich, glaube ich, mal auf zu unserem Hauptziel. Um die Planeten, die können wir uns ja, denke ich, noch später kümmern. Phylax-Depot. Was gibt's hier denn? Aha, wer bist du denn? Phylax? Doch, ich suche gerade Arbeit. Zum Glück brauchst du für den Job nur ein wenig Feuerkraft. Wenn du die verschlagenen Asteroiden zerstörst, entlohnen wir dich gerne für deine Hilfe. Okay, das ist nett, danke. Und wer bist du? Mit dir kann ich gar nicht reden. Ja, gibt's hier was Neues? Auch nicht, aber Munition. Dann mal los. Ist natürlich ganz schick hier mit den kleinen Nebenaufgaben. Da hinten sind die verstrahlten Asteroiden. Neuer Sektor freigeschaltet. Willkommen auf der Galaxiekarte. Dieses tolle Navigationsgerät hilft dir, in neuen Sektoren oder auf altbekannte Planeten zu springen und wertvolle Sammelgegenstände aufzuspüren. In jedem Sektor des Briga-Systems kannst du Orte erkunden und Missionen erfüllen. Vela-Sektor und Phylax-Sektor. Achso, wir sind jetzt in den Phylax-Sektor eingedrungen. Und da gibt es 6 Zoni. Und im Vela-Sektor gibt es 10 Zoni. Und im Vela-Sektor haben wir noch nichts. Okay, ist natürlich sehr interessant alles. Zögert natürlich das Spiel auch ziemlich heraus, was für mich gerade gar nicht so unglaublich passt. Denn, wie gesagt, wir müssen natürlich... ja, noch vor Nexus fertig. Und ich möchte gerne vor Nexus fertig werden, aber... es macht auch so unglaublich viel Spaß. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann doch ein bisschen länger dauert. Und notfalls wird dann halt eine kurze Zeit lang Nexus und... Dingensbummens hier, Crack in Time, halt mal ein bisschen gleichzeitig kommen. Ich hoffe, das stört euch dann nicht, dass wir mit der Story noch nicht ganz durch sind, bevor wir in Nexus eindringen. So, den da noch. Achtung, Weltraum entdeckt. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ja, er will mich verarschen, oder sie will mich verarschen. So, den noch, und dann haben wir es geschafft. Gute Arbeit, Fremder. Das war erstklassige Asteroidenbeseitigung. Hier dein Lohn für deine Arbeit hast du dir verdient. Ah. Okay, wir müssen also gar nicht zu ihm zurückkehren. Wir kriegen auch so unsere Boats, und da ist ein weiterer Zoni. Den werden wir uns natürlich schnappen. Oh, Treibsand. Ja, hatte ich gesehen. Ich wollte nur mal ausprobieren. Ich wollte euch nur mal die Animation zeigen, wie man dann im Treibsand stirbt. Und ja, zum Zoni. Also für mich gehören jetzt zu den ersten Durchlauf, wo ich jetzt alle Goldboards sammle, auch eigentlich dazu, dass ich alle Zoni sammeln werde. Und am besten noch alle Baupläne für die Rider. Und dann im zweiten Durchgang dann halt die... vollkommene Auflevelung aller Waffen und die Stilpunkte, wie in allen anderen Ratchet & Clanks auch. So. Ich will schon wieder die ganze Zeit Clanks Helikopter da benutzen, aber der ist hier nach wie vor, wie schon in Quest for Boothie, ist der nicht mehr mit von der Partie. Denn das ist ja unser Ziel, wir müssen ja Clank wieder beschaffen. Darum geht's hier ja eigentlich. Verdammt. Okay. So, runter damit. Und hoch damit. Ah, was gibt's hier Feines? Ach, die... mich selbst immer töte oder fast töte. Ist auch sehr schön anzusehen für euch wahrscheinlich. Okay. Das Ding ist immerhin zerstört. Und dann weiter. Wir sollten ja auch gleich bei meinem Zoni angekommen sein.
Ja. Ich finde das Springen hier auch wesentlich präziser und wesentlich angenehmer als noch bei Tools of Destruction. Ah, und das dann noch. Vielen Dank. Der Zoni ist da. Ta-da-da-da! Damit haben wir schon 5 und damit wird nur noch eine zum Raumschiff aufwerten. So und so und so. Oh. So wollte ich machen. Und so wollte ich machen. Dann mal weg hier! So, den Zoni haben wir. Ja, weiß ich schon. Hier gibt es noch einen Dingensbummens. Gamma haben wir fertig. Phylax Alpha haben wir abgeschlossen. Die Gamma haben wir noch nicht fertig. Sigma ist noch unvollständig. Den haben wir abgeschlossen. Der ist auch noch unvollständig. Der Solarwald ist auch unvollständig. Da müssen wir ja hin. Und Phylax Gamma gibt es den letzten Goldboot. Okay. Hier ist mal nach links. Okay, wir brauchen also stärkere Schilde. Also wahrscheinlich brauchen wir noch den letzten Zoni, den 6., damit wir hier vernünftig vorwärts kommen können. Phylax Sigma, der ist noch unvollständig. Dann landen wir hier mal. Gucken wir uns mal an, was man hier denn machen kann. Oh oh. Ah, muss ich Feinde töten. Mr. Sokon? So, Sokon, du machst das schon, ne? Oh, noch ein Mr. Sokon? Weiß gar nicht, können wir Sokon auch leveln oder nicht? Wenn nicht, dann ist das ja vollkommen eine Verschwendung hier, dass wir hier für die ganzen Feinde Sokon benutzen. Deswegen baller ich jetzt auch nochmal... Oh, doch, wir können Sokon leveln, okay. Der macht jetzt schon mal mehr Schaden. Und zwar gar nicht mal so wenig mehr. Der scheint auch schneller zu schießen. Also sind wir da mal... Sokon hier weiter für uns zuständig. Geschafft. Ah, dafür gibt es auch ein Goldboot. Die Goldboots, wenn wir wirklich zugeschüttet, gibt es wirklich nur 40 insgesamt? Würde ich persönlich ein bisschen wenig finden, so viele, wie wir jetzt schon gesehen haben. Und dafür, dass wir im ersten Planeten schon den einen nicht holen konnten. So, der ist jetzt abgeschlossen, der ist auch abgeschlossen, der ist auch abgeschlossen. Ist noch der unvollständig und hier gibt es noch den letzten Zoni dieser Galaxie. Was ist das da denn? Ist das ein Funkspruch oder... Warum blinkt das Ding hier so? Schiff rufen? Na, ist das nicht der Schmuggler? Lieblings-Lombax von Polaris? Was macht denn ein so aufrechter Bürger wie du hier draußen im Niemandsland? Ja. Ich frag mal, ob er Arbeit hat, ne? Oder ob er etwas über den Bauplan weiß. Das frage ich zuerst. Ich glaub's nicht. Jungchen, das sind die Baupläne für die Rida 5. Ich wusste nicht mal, dass es nach Version 4 noch eine gab. Viel zu gefährlich. Ich sag dir was. Besorg die restlichen Teile der Pläne, dann baue ich sie dir. Das heißt, sofern ich die Pläne behalten darf. Na, wir machen es einfach so in das trifft sogar zu. Gerne. Ich kann meinen Geschäften in diesem Sektor nicht nachgehen wegen Nefarius Riesenflotte. Wenn du so nett wärst und ein paar von ihnen eliminierst, wäre mir das ein hübsches Sümmchen wert. Okay, dann besiegen wir die Flotte wieder für 1000 Gold. Auf dich auf. So, dahin. Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Ja, so wie vorher.
Okay. Hau ab. So ist fein. Oh. Größerer Gegner, größerer Gegner, größerer Gegner. Machst das. Hau ab, hau ab, hau ab. Sehr schön. Nur noch ein paar Schiffe und ich kann wieder meinen Geschäften nachgehen. Ist das gut? So, verschwindet ihr alle. Oh, wir wurden wieder getroffen, das ist nicht gut. Aber nur noch ein Schiff und wir haben es. Schilde deaktiviert, Ofenverstärkung. Das wird wohl nicht mit der Verstärkung. Dass du genau der Richtige bist, hast doch eine kleine böse Ader, gib's zu. Bist jeden Volt wert. Und komm wieder, wenn du nochmal Arbeit suchst. Okay, die Planetarier-Schiffe sind zerstört, Mission ist geschafft. Das da ist er doch, oder? Dann fragen wir nochmal, ob er nochmal Aufgaben hat. Ich glaube, wenn dieses blinkende Symbol kommt, dann hat er noch Aufgaben. Warum vergeudest du meine Zeit? Okay, hat er doch nicht. Komm wieder her, wenn du doch Arbeit suchst. Mach's gut. Ich suche Arbeit, aber du hast keine Arbeit für mich, du Vollhonk. So. Philax Gamma noch hier und Philax Tau da. Ich glaube, die grün leuchtenden Planeten auf der Map sind Planeten, auf denen wir noch nicht fertig sind. Also hin da. Gib Vollgas, unser Schiff. Unsere Aphelion heißt sie, glaube ich. Die gute. Achso, wir können ja auch schneller fliegen. Ist jetzt nicht so wirklich viel schneller, aber immer ein bisschen. Philax Gamma. Ein Sony. Und vielleicht auch einen Goldboat, wer weiß. Radiosender? Habe ich das gerade richtig gelesen? Auf der Map wird nur der Sony angezeigt. Aber ich weiß auch nicht, ob immer alle Goldboats angezeigt werden oder ob das auf der einen Karte da einfach nur Bonus war. Um zu zeigen, übrigens hier auf dem Planeten gibt es auch Boats. Na, geil. Habe ich erst zu spät realisiert, dass das Ding von uns wegfährt. Und dann habe ich erst zu spät im Fallen bemerkt, dass wir keinen Clank mehr haben, dass ich darüber schweben kann. Also war das jetzt ein kleines Problemchen. So, dann komm jetzt her. Ah, jetzt verstehe ich das. Der bläht seine Backen immer auf und wieder zu und auf und wieder zu. Wenn ich drücke, wenn die ganz auf sind, dann ist der extra stark. Ich dachte, ich muss immer ein bisschen warten, dann ist er stark. Und wenn ich wieder dann nicht warte, dann ist er wieder schwach. So, der kann ja dann ja ordentlich was. Mein Gott. Okay. Wer hat das Viech da mit einem Schlag besiegt? Ich glaube, so schwach waren die gar nicht immer. So. Ja, okay. Und soweit, so gut. Tschüss. Gesundheit ist voll. Also weiter. So und so. Und guten Tag, Freunde. So. Dahin. Und dahin. Und hier einmal rüber. Komm. Jawohl. Jawohl. Das war zum Glück nicht eng. So. Und noch einmal. Dann müssten wir doch jetzt gleich da sein, oder nicht? Alter, wie ich mich immer selbst treffe mit diesen Kackdingern da. Oh, Nanotech ist gestiegen. Sehr gut. Hatten wir jetzt auch nötig. So. So. Und fertig. Und dann weiter. Da oben fliegt schon wieder so ein Kackviech. Der Zoni!
Der will mich verarschen. Okay. Dann halt so. Na also. Gut, den Tony haben wir und damit müsste unser Schiff jetzt upgraded werden. Was mir persönlich eigentlich sehr gut gefällt. So. Dann wieder zurück. Mehr gibt's hier wohl nicht. Ab ins Schiff. Wir sind stärker geworden. Aufrüstung. Schubkompressor 500. Mit dieser Sony-Aufrüstung kann ein Raumschiff unglaublich rasant beschleunigen. Ah, das ist natürlich sehr schön. Das bringt uns schon mal was. Dann müssen wir noch zu diesem Planeten hier. Was ist das für ein Zeichen da? Ist das ein Goldboard-Zeichen? Nee, das sieht ja anders aus. Ein komischer Schraubendingens da, so ein Zahnrad. Merkwürdig alles. Ah, hier müssen wir wieder 50 Feinde besiegen. Achso, wir haben keine Munition mehr. Das ist eine Aufgabe für Mr. Sokon. So, Sokon. Ja, das ist wohl doch das Goldboard-Zeichen, denke ich mal. Beim letzten Mal gab es auch ein Goldboard, als wir die 50 Gegner dann besiegt hatten. So, komm, weiter so, weiter so. Du machst das wunderbar. Okay, dann noch einen. Ja, Mr. Sokon ist zurück, das stimmt schon. Okay. Haben schon ordentlich viele Feinde besiegt. Machen wir einfach mal weiter so. Sokon. Zwei Feinde noch. Und das war's. Oh, es ist kein... Ach, es ist so ein Pack für unsere Waffen da. Wie hieß die? Konstruktorwaffen, genau. Wieder für die Pistole. Wir haben jetzt den Strahl. Eliminiere den Feind mit einem Terminal. Okay, den nehmen wir mal aus. Farbe, Paladin, Gauner, Schnulli. Ich wäre für Gauner, finde ich, glaube ich, am besten. Nehmen wir mal das. Schalleruptor können wir nicht verbessern. Mr. Sokon auch nicht. Die Konstruktorbombe schon, aber da haben wir noch nichts freigeschaltet. Ach, wir können auch Zünderkontakt und wahrscheinlich noch Zeit oder irgendwie sowas machen. Ist auch interessant alles. Bin ich ja mal gespannt, was hier noch alles kommen wird. Ja, habe ich mich gekriegt, immer die modifiziert. Okay, dann gibt es hier vorne noch so ein Viech. Aber auch noch ein Raumschiff, das uns interessieren könnte. Ja, du mich auch. Ich fliege erstmal hier hin, gucke, ob wir noch was kriegen können. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ich wollte gerade zum Arenaplex, als ich merkte, dass mein Depot für dynamisch-kinetisch fördernde Energie aufgebraucht war. Das heißt, der Treibstoff ist leer. Meine Version klingt aber intellektueller. Wenn du jemanden mit einem Abschleppseil kennst, würdest du ihn herschicken? Jemand mit einem Abschleppseil herschicken? Kennen wir denn jemanden mit einem Abschleppseil? Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Ja, ja, machen wir gleich. Ich alarmiere ihn gleich. Aber vorher muss ich hier noch ein paar Schiffe ausschalten. Aber halt ich unendlich von diesen Raketen? Sieht nämlich so aus. Dann sollte ich die mal ein bisschen öfter einsetzen hier. Schaden mal zwei. Okay. Geht mal drauf da vorne. Deaktiviert. Rufverstärkung. Perfekt. Da ist noch irgendwo was. Da sind noch welche, jawohl.
Tschüss, du Vollhonk. Und da sind noch welche. Perfekt. Das ist der Typ, der abgeschleppt werden will, ne? Ich kann nochmal kurz auf die Karte gucken. Aber sieht nicht so aus, als wenn wir da hin müssen. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Solana-Wald. Oder zum Solarwald, ne? Oder Zola-Wald. Oder kommen wir vom Zola-Wald? Planet Quantos? Die Fungoidenstämme von Quantos haben alle Formen der Technologie geächtet. Mit Ausnahme. Ja, doch, ich glaube, da kommen wir her, ne? Bah! Bah! Ich habe mich schon gewundert, ob wir da schnell hinreisen können. Ja, hier kommen wir her, klar, das ist unser erster Planet gewesen.